Die Artischocke. In Italien herrscht ein wahrer Kult um die Distelfrucht. Eine ganz bestimmte Sorte wächst nur hier, auf der kleinen, nur gut 3 Quadratkilometer großen Insel Sant'Erasmo in der venezianischen Lagune. Direkt vom Feld bringen die Landwirte Carlo und Claudio Finotello die Ernte auf dem Wasserweg in das nahegelegene Venedig. Im Stadtteil San Trovaso wartet die Kundschaft schon auf die ersten Knospen des Jahres. Die Ernte ist im Nu ausverkauft. Bis zu uns nach Deutschland oder Frankreich schafft es diese Frühartischocke nie. Volpato, Volpato Giulia, Volpato Giulia. Ich bin Giacomo Dell'Olio. Wir haben dich angerufen, denn jemand wollte deine Tüte haben. Ich weiß, ich dachte schon, wie schade. Ja, aber wenn wir dich nicht erreichen, geben wir sie nicht weg. Alle Bestellungen wurden abgeholt. Der Tag ist gut gelaufen. Das ist wichtig. Danke, bis Freitag. Ciao, ciao. In der Bucht von Venedig liegen über ein Dutzend flache Inseln, die sich höchstens 1 Meter über den Meeresspiegel erheben. Das mineralstoffreiche Salzwasser nährt die Böden und hat Sant'Erasmo schon im 16. Jahrhundert zum Gemüsegarten von Venedig gemacht. Die Königin des Feldes ist die violette Artischocke von Sant'Erasmo. Nur hier wächst die lokale Sorte von Anfang April bis Mitte Mai. Sie gilt als würziger und zarter als die toskanischen und sizilianischen Sorten. Eigentlich hatten die Eltern von Carlo und Claudio Finotello den Hof schon aufgegeben. Und als Carlo vor gut 17 Jahren den Betrieb wieder aufleben ließ, war die violette Artischocke vom Aussterben bedroht. Ich danke meinen Eltern, denn sie gaben mir die Freiheit, meine eigenen Entscheidungen zu treffen und auch Fehler zu machen. Von uns Jungen kam der Wille, den Hof auszubauen und ertragreicher zu machen. Die Insellage und die damit verbundenen hohen Transportkosten verteuern das Gemüse. Zudem sind die Anbauflächen klein und können nicht industriell bewirtschaftet werden. Doch dann gründete Carlo vor 12 Jahren eine Genossenschaft. Sie erreichte, dass die violette Artischocke zu einer geschützten Sorte wurde. Perfektes Marketing. Der Preis stieg und der Vertrieb wurde vereinfacht. Jetzt gedeihen auf der Insel rund 60.000 Pflanzen. Besonders begehrt ist die erste Knospe. Sie hat sogar einen eigenen Namen. Castraura. Erstling. Das ist die Castraura. Man sieht sie schon von Weitem an diesem langen Federbusch. Den nennen wir Kanarienvogel, wegen des gelblichen Teils hier. Früher war unseren venezianischen Dogen dieser Kanarienvogel der Erstling vorbehalten. Das Inselklima ist ideal für die mehrjährige Pflanze. Nicht zu trocken im Frühjahr, kaum frostig im Winter. Die Artischocke ist ziemlich robust. Sie braucht etwas Feuchtigkeit, Regen und eine konstante Temperatur von ca. 15 Grad. Hitze mag sie nicht. Viel Dünger braucht sie auch nicht. Wir düngen im Oktober oder November mit etwas Stallmist. Das Wort Castraura ist venezianischer Dialekt und bedeutet schneiden. Es ist sehr wichtig, die erste Knospe, die Castraura, zu ernten, damit weitere Artischocken wachsen können. Die Pflanze verzweigt sich und es entstehen neue Knospen. Hier zum Beispiel 3. Jede Pflanze kann bis zu 26 essbare Knospen hervorbringen. Nach den winzig kleinen Erstlingen kommen die sogenannten Bortoli, die Nachkömmlinge. Ein typischer Bortolo ist dieser hier oder der.
Er hat ein größeres und ein kleineres Blatt. Diese Artischocke sieht ganz anders aus. Sie ist etwas größer und vor allem violetter als ein Erstling. Hier kann man den Unterschied sehen. Von den dunkel gefärbten Blättern hat die violette Artischocke ihren Namen. Die Finotellos kämpfen dafür, dass ihre Artischocke auch in Zukunft eine Chance hat. Trotz der kurzen Erntezeit besetzt die Pflanze den Boden das ganze Jahr lang. Andere Gemüsesorten sind ertragreicher. Nur wenn die Castraure di Sant'Erasmo als lokale Delikatesse begehrt bleibt und hohe Preise auf dem Markt erzielt, kann sie bestehen. Auch Carlos' Ehefrau Cosetta engagiert sich für ihren Erhalt. Sie hat ein Rezeptbuch über die Artischocke geschrieben. Dafür hat sie die Köchinnen der Insel nach ihren Geheimrezepten gefragt. Es wurde höchste Zeit, du bist spät. Ah, die Artischocken, perfekt. Die Rezepte, die es nur hier auf der Gemüseinsel gibt, will Cosetta vor dem Vergessen bewahren. Heute Sonjas Petersfisch mit Artischocken. Die Filets hat Sonja erst in weißem Mehl gewendet und brät sie kurz in warmer Butter an. Die fein geschnittenen Artischocken wurden einfach in Olivenöl mit Knoblauch angebraten. Ein neues Rezept für Cosetta. Buon appetito. Schmeckt es dir? Der Fisch ist ohne Zitrone, einfach so, nur etwas Mehl, Salz, Pfeffer und Butter. Wirklich lecker, Sonja. Schmackhaft, oder? Und es geht auch schnell. 2-3 Minuten, wenn die Butter schön warm ist, lässt es sich schnell braten. Sonja, du bist eine super Köchin. Das Besondere ist, dass der Petersfisch sehr delikat ist. Zitrone braucht er nicht. Dieser Geschmack harmoniert wunderbar mit der Artischocke. Die übrig gebliebenen harten Artischockenblätter kann man auskochen. Der Tee, der daraus entsteht, ist entschlackend und tut gut wegen seines Eisengehalts. Auch für Cosetta ist Sonjas Idee neu, Süßes mit der Knospe zuzubereiten. 3 ganze Eier, 300 Gramm Zucker, so. Nun gebe ich eine Tüte Vanillezucker rein. Eine Prise Salz, immer etwas Salz in den Kuchen. Jetzt mixen wir ein bisschen. Wenn alles gut gemischt ist, kommen 300 Gramm Mehl hinzu, mit Backpulver gemischt. Nun geben wir ein halbes Glas Sonnenblumenöl dazu. Etwas Likör. Sehr schmackhaft, super für Kuchen. Und jetzt kommen die Artischocken dazu. Wie viele brauchen wir für den Kuchen? 4 Stück. Jetzt schneide ich sie klein und gebe sie in den Mixer. Nur Artischocke? Sie ist total püriert. Genau, die Artischocke ist roh und deshalb wird sie fein püriert, siehst du? Es sieht fast wie Schokolade aus. Hast du dir das Rezept selbst ausgedacht? Ja, ich habe es schon mit verschiedenem Gemüse gemacht. Dann habe ich das mit Artischocken ausprobieren wollen. Nun kommt der Kuchen in den Ofen. Wir brauchen nur Backpapier, die beste Idee, die Männer je hatten. Siehst du, der Teig ist ziemlich flüssig. Genau, ziemlich flüssig. Jetzt kommt er in den Ofen.
Manche Kunden kommen aus dem gut eine halbe Stunde entfernten Venedig nach St. Erasmo, um die frische Ware direkt vom Hof zu kaufen. Zur großen Nachfrage trägt auch der Ruf der Artischocke als natürliches Heilmittel bei. Der Wirkstoff Cynarin schützt die Leber vor Giftstoffen und fördert die Verdauung. Wenn wir uns 4, 5 Erstlinge anschauen, sehen wir, dass sie ähnlich, aber nicht gleich aussehen, weil es keine Hochleistungssorte ist. Jeder Landwirt gewinnt sein Saatgut selbst. Mit ihrem Rezeptbuch kann Cosetta zeigen, dass bei der Artischocke der kulinarischen Fantasie keine Grenzen gesetzt sind. Sonja, der Kuchen sieht super aus. Che bella. Che buona. Davvero, Sonja. Wirklich, mein Kompliment. Schmeckt's. Er ist wirklich fabelhaft, Sonja. Hätte ich nie gedacht. Ich konnte es mir irgendwie nicht vorstellen. Es bleibt im Gaumen der Geschmack der Artischocke. Etwas bitter und etwas süßlich. Das ist mein erstes Rezeptbuch. Ich wollte wissen, was unsere Artischocke so besonders macht. Ist sie so begehrt, weil sie so selten ist? Oder weil die Slow-Food-Bewegung sich um ihren Schutz gekümmert hat? Oder ist sie einfach wirklich so gut? Um das zu verstehen, habe ich die Familien gefragt. Lass mich sie doch probieren, wie ihr sie zubereitet. Und die Gerichte fand ich so toll, dass ich sie zu Papier gebracht habe. Auf das erste Rezeptbuch bekam ich so eine schöne Resonanz, dass ich eine Fortsetzung plane. Anfang Mai sind die Pflanzen in vollem Wachstum. Die Artischocken werden dicker, die Stiele der Knospen länger, die violette Farbe kräftiger. Das Distelgewächs hat jetzt Hochsaison. Das ist ein Blütengemüse. Nur die Knospe ist genießbar. Wenn wir sie jetzt nicht ernten, würde sie hier in der Mitte haarig werden und bald aufgehen und wunderschön lila blühen. Für den Kochtopf wäre sie verloren. Nach den Erstlingen wachsen weniger zarte Artischocken nach, die normalen Carciofi. Und es gibt die sogenannten Mazzette, die Claudio und Carlo gerade ernten. Sie wachsen seitlich an der Pflanze. Sie sind viel weicher. Ähnlich wie die Erstlinge kann man sie auch als Rohkost essen. Direktes Sonnenlicht macht die Artischocke härter. Diese Knospen, die im Schatten der großen Pflanzenblätter wachsen, bleiben zart. Den Stiel kann man auch essen. Man muss ihn nur abschälen, weil die äußere Hülle bitter ist. Aber innen drin hat der Stiel einen sehr milden Geschmack. Auf dem Bauernhof wohnt auch Mirella Finotello, die Mutter von Carlo und Claudio. Die Artischocke spricht, hör mal. Hallo, da bin ich, fertig zum Essen. Das ist die Frische der Pflanzen, sie ist gerade erst geerntet. Die Artischocke als Rohkost mit Thunfisch ist ein regionales Rezept von St. Erasmo. Das Highlight, das Exklusive, ist der Geschmack unserer Artischocke. Hier kommt kein extra Öl rein, denn das ist beim Thunfisch schon dabei. Einerseits bin ich glücklich, dass es von Generation zu Generation weitergeht. Andererseits sorge ich mich, weil sie jung sind und auf viel verzichten müssen. Landwirtschaft ist hart. Cosetta auf dem Weg in die Altstadt Venedigs.
Ein Kapitel des neuen Rezeptbuchs soll die Historie der violetten Artischocke erzählen. In einer antiken Bibliothek auf dem Markusplatz hofft sie, Informationen über die alte Sorte zu finden. Unterwegs schaut sie kurz auf dem Markt von Rialto vorbei. Artischocken, nicht nur aus Sant'Erasmo, sondern auch aus Sardinien, Rom und der Toskana werden hier angeboten. Der Markt ist schön, aber ich bin irritiert wegen der nicht ganz richtigen Etiketten. Der Name Castraura, ist der nicht nur für die Artischocken aus unserem Gebiet? Nein, das gilt auch für die da, weil sie Erstlinge sind. Darf man das? Ja, ja. Die größte Konkurrenz ist die ähnlich kleine Artischocke aus Livorno. Im Vergleich zu unseren haben die hier jetzt eine schlechtere Qualität. Und der Preis ist nicht viel niedriger. Die Genossenschaft von Sant'Erasmo produziert eine limitierte Menge. Wir haben nur ein begrenztes Angebot. In Livorno dagegen wird den ganzen Winter produziert. Es gibt viel mehr Artischocken als hier. Deshalb kaufen die Leute auch mal ein nicht regionales Produkt. Aber wenn unsere Artischocken da sind, werden die lieber gekauft als die aus Livorno oder Sardinien. Trotz eines mitunter deutlich höheren Preises. In südlicheren Regionen Italiens hat die Saison viel früher begonnen. Deshalb sind die Artischocken, wie die hier aus Rom, schon so weit, dass sie innen strohig geworden sind. Nur der Boden ist noch essbar. Unsere Artischocken reifen zuletzt, deshalb gibt es keinen Erstling mehr aus anderen Regionen. Nur unsere violette Artischocke. In der Bibliothek des Museum Correr, direkt am Markusplatz, finden sich Bücher aus dem 16. bis 18. Jahrhundert. Auch viele über die Geschichte Venedigs. Poi ho trovato questo che identifica. Ich habe unsere Artischocke gefunden. Cynara scolamus aus dem Jahr 1554. Das ist genau unsere einheimische Pflanze aus Sant'Erasmo. Interessant sind auch die geografischen Karten der Insel Sant'Erasmo, wo die Aufteilung des Ackerbodens zu sehen ist. Und das hier ist sehr schön, aus dem Jahr 1552. Die Originale liegen im Staatsarchiv Venedig. Also meine Recherchen sind längst noch nicht zu Ende. Die ersten Funde motivieren mich, weiter zu forschen. Aber im Moment bin ich ganz zufrieden. Cosetta und Carlo halten trotz der großen Nachfrage immer reichlich Knospen für den eigenen Kochtopf zurück. Hai finito? Sì. Vabbè, puoi andare a giocare. Ma Carlo, secondo te, queste cosa sono? Carlo, sag mal, was sind das für welche? Ich war auf dem Rialto-Markt und auf dem Schild stand Castraure. Meiner Meinung nach verwirrt das den Verbraucher. Wie siehst du das? Das sind doch keine Castraure. Die hier sind weniger weich, eher holzig, weil sie bei höheren Temperaturen wachsen. Das heißt nicht, dass die Artischocken aus Livorno, Apulien oder Sardinien nicht gut sind. Aber wir wollen einfach die Herkunft richtig deklariert haben. Unsere Artischocke hat besondere Merkmale, weil sie in der venezianischen Lagune wächst. Der Salzgehalt des Bodens verleiht ihr eine besondere Qualität. Wir haben das Wort Castraura registrieren lassen.
Das darf keine andere Region verwenden. Der zweite Sonntag im Mai ist Höhepunkt der Saison. Einmal im Jahr lädt die Genossenschaft zum Artischockenfest. Aus Venedig und der gesamten Region kommen die Gäste. Wir haben geschuftet, um unsere Artischocke bekannt zu machen. Die Artischocke ist das Markenzeichen unserer Insel. Das wird von allen hier so wahrgenommen. Wegen des schönen Wetters werden heute an die 2000 Gäste erwartet. Stress für die Einheimischen, aber perfekt, um die Artischocke als Spezialität zu bewerben, für die man bereit ist, mehr zu bezahlen. Die Artischocke schmeckt als Rohkost, gekocht und in unendlich vielen Variationen. Wir schmeißen nichts weg, nur die Spitze, weil da ein paar Dornen dran sind. Sonst kann man alles essen. Man darf nicht übertreiben. Weil sonst muss man, wie sagt man? Schnell zur Toilette gehen. Wegen Luft im Bauch. Vor 10 Jahren haben die Finotellos das erste Fest organisiert. Was klein anfing, ist heute ein großes Event. 30.000 Artischocken haben die 13 Genossen allein heute verkauft. Man kann den Stiel als Rohkost essen oder damit Risotto, Fusilli oder Penete kochen. Schmeckt mild. Zur Hochsaison sinken die Preise der Knospen. 70 Cent für Mazette und Bortoli. Die Castraure, die zu Beginn der Saison 2 Euro kostet, bekommen die Festgäste für 1 Euro. Das Fest ist die einzige Gelegenheit, bei der wir es schaffen, gemeinsam aufzutreten. Gemüsesorten wie die Artischocke, mittelalterliche Tänze. Sant'Erasmo wird als Insel mit Tradition und Geschichte präsentiert. Wieso sitzt du herum? Steh auf und lass mich sitzen. Das habe ich mir verdient. Ob die Kinder der Finotellos die Tradition fortführen werden? Ich wünsche mir nicht, dass mein Sohn Akademiker wird oder so. Im Moment sagt er, er möchte Landwirt werden. Aber wer weiß, was in ein paar Jahren ist. Aber wenn er in meine Fußstapfen treten würde, wäre ich glücklich. Dass es die Artischocke noch gibt, ist sicherlich auch ein Verdienst von Carlo. Vor gut 15 Jahren wäre das hier allenfalls ein Abschiedsfest für eine alte Sorte geworden. Der Tag danach. 70 Bestellungen haben die Finotellos für die heutige Tour erhalten. Um die 700 Artischocken packen sie ein und verladen alles auf ihr Boot. Ein paar Kisten nehmen sie mit für diejenigen, die es nicht geschafft haben zu bestellen oder die spontan vorbeikommen. Früher haben die Kunden telefonisch bestellt. Seit ein paar Jahren nutzen alle das Internet. Wir sparen viel Zeit und verkaufen mehr. Wir sind überrascht, dass auch die älteren Kunden online bestellen. Bis zum Ende der Saison im Mai fahren die Brüder 2-mal in der Woche ihre frischen Artischocken aus. Grazie. Ciao.
Der Umgang mit den Kunden macht uns glücklich. Wir haben immer den direkten Kontakt zum Verbraucher. Das liegt uns am Herzen. Wir glauben daran. Die Artischocke ist kein Produkt, das wir kaufen und weiterverkaufen. Es ist ein Produkt, das wir vom Samen bis zur Ernte begleiten. Und das ist unser Stolz.